Da wir immer wollen, möglichst alles vom Produkt zu verarbeiten, werden wir die Pastinake erstmal schälen, aus der Schale ein paar Chips machen, was wunderbar lecker ist. Dazu habe ich die Pastinake vorher kurz abgewaschen, getrocknet und dann schälen wir die einfach ganz normal runter. Ich habe hier leider Gottes in letzter Zeit immer negativ gesehen, weil es eine fettige Angelegenheit und so ist, aber was eigentlich nicht stimmt, weil ich habe ein ordentliches, sauberes Öl, wieder ein geschmacksneutrales Öl, habe hohe Temperaturen, wo es gleich anfängt zu garen. Und wenn ich es danach auf ein Küchentuch gebe, wo alles abtropft, ist das eigentlich gar keine fette Sache. Dazu haben wir unser Öl, sollte ungefähr eine Temperatur haben, sagen wir mal von 160 bis 170 Grad. Einfach zu testen, man nimmt sich ein Stück Schale, hält sie kurz rein. Man sieht, es passiert noch nichts, also ist das Öl zu kalt. Jetzt sieht man, es steigen Gläschen auf. Das heißt, wir haben die Temperatur erreicht. Ruhig möglichst viele. Dann lassen wir die schön knusprig ausfrittieren. Gerade diese Gemüse mit sehr viel Zucker eignen sich fürs Frittieren, weil ja halt da der Geschmack kommt durch den karamellisierten Zucker. Und mal abends so als Snack für zum Fernsehen gucken, außer Kartoffelchips, halt mal Pastinakenchips oder diese Topinambur-Chips, ist das schon was Feines. Ne? Wichtig halt immer ein Gemüse, was wirklich viel Zucker hat. Dann werden sie knusprig und sehr, sehr lecker. Also sind leicht braun, unsere Chips. Und wenn sie trocknen, werden sie halt fest. So, nehmen wir die raus. Ganz wichtig ist halt gleich salzen. Das Salz sorgt nochmal dafür, das restliche Fett zu binden. Wird auf ein Tuch abgetropft. Wenn man Langeweile hat, solange wie die warm sind, kann man die noch formen. Könnte man jetzt Spiralen formen oder was weiß ich. Kann man halt mit den Kindern kann man spielen. Wenn man die Kinder für sowas entwickeln will, mein Mensch hier, kannst du um den Finger drehen, einen Ring basteln. Und wenn es halt kalt ist, dann ist es fest. Und dann kann man halt mal nicht eine Pastinake essen, sondern ein Gemüsering und alles in Spaß. Ja? Wer ganz gut ist, macht Spiralen oder man kann Buchstaben machen und sagen, guck mal hier, ein L, Luisa, das ist dein Chip und alles in Spaß. Ja? Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.